Ich bin Dennis Hiller, der Wolf von Salmdorf, und werde Sekiro in seine Schranken verweisen. Kiei! Seid mir willkommen zu Folge 7 von Sekiro. In der letzten habe ich den, wie hieß der? Schocken, Nachtschwalbenhieb? Oh Mann, ey. Nachtschwalbenhieb gelernt. Aus gutem Grund, ich muss einem berittenen Unhold die Leviten lesen. Den hier meine ich nicht, dem sein Pferd ist Toad. Aber so ist das nun mal. Wobei er mich gerade daran erinnert hat, ich wollte ja eigentlich... Tschakka! Ja, ich raste nochmal. Ich wollte ja eigentlich noch als Prothese das Feuerwerk ausrüsten, denn Tiere verstehen sich nicht gut mit Schwarzpulver, Schießpulver. Da rosten die aus, do. Gut, ich stelle mich jetzt vielleicht nicht ganz so doof an. Tschakka! Das war ein guter Sprung. Und eigentlich kann ich den da unten ja auslassen. Aber was ich nicht auslassen kann, ich rede gerade noch davon. Flammenrohr, ich glaube die Axt, die kann erstmal weg. Dafür gibt es jetzt Shinobi-Feuerwerk. Feuerwerk, Feuerwerk, Arschlecken-Feuerwerk, hab noch nicht getroffen. So, und weiter geht's. Ja. Man muss aber ganz ehrlich sagen, also rein der Game Sense erklärt schon, it's going down in here. It's getting hot in here. Ja, moin. Da ist er, der Gyobu. Der Dämon. Wo ist er denn? Der kommt noch her. Schauen wir mal was. Okay. Gar nicht verkehrt. Hey, das Pferd, das findet das echt nicht gut. Ah, okay. Und er, genau. Er hat dann manchmal so einen Move. Jetzt hat man, ich weiß nicht, ob ich es gerade gesehen habe, diesen grünen Bommel. Ah, das war jetzt natürlich genau das Falsche. Und das habe ich natürlich nicht gekontert. Und da habe ich ja nur noch aufs Maul bekommen. Okay. Und der ist ziemlich lästig, der Typ. Oh, ich... Warum drücke ich denn jetzt die ganze Zeit den falschen Knöpfel, du? Weg, weg, weg. So, heilen. Also Parry finde ich bei dem einigermaßen schwer, muss ich gestehen. Naja, war jetzt der erste Versuch. Aber parieren finde ich bei dem jetzt tatsächlich einigermaßen gar nicht mal so leicht. Also, da gehe ich wirklich lieber auf das Feuerwerk. Ach, da hätte ich halt upgraden können hier, dass ich mehr Geisterembleme tragen kann. Was würde denn das kosten, die Fähigkeit? Zwei Bommels. Naja, nee, das ist mir jetzt irgendwie nicht wert gerade. Und ich habe gerade gesehen, ich habe noch 15, ja, also ich kann 15 quasi ja maximal, ups, immer mitführen. Und plus ich habe noch 73 im Lager, also ist schon okay. 74 dank denen, die der mir gerade gedroppt hat. Ja, komm, kriegen wir schon. Jetzt einfach vielleicht auch auf die richtige Taste drücken, nämlich LT und nicht RT, um mich quasi an den Rand zu ziehen. So, komm gerade hier. Naja. Ja, ich weiß mittlerweile, wie der Name ist, du Dödel. Na, aber so könnte ich es bei dem auch probieren, ne? Mit dem Nachtschwalbenhieb. Zack. So, weg, weg. Ja, 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 easy peasy. Na, da bin ich jetzt nicht rangekommen, ist aber okay. Ist dein Pferd auf einmal mutig geworden, ha? Huh? So, weg, weg, weg. Jetzt lieber mal Kügelchen nehmen. Ach, jetzt steht er dahinter, so ein Ding schon wieder, die feige Sau. Ah ja, easy.
Ja. Nicht so easy. Ja, jetzt kann ich ihm hier richtig schön einsaugen. Ja. Er kann eigentlich gar nichts, der Typ. Ich meine, schaut mal dem seine Haltung an. Und jetzt zack ran und aus der Luft. Ja, jetzt kann ich dem schon den ersten Finisher pressen. Ja, moin. Also das ist ja wirklich mal billig. Na, da konnte ich jetzt nicht hinterher. Hinterher. Ja. Au! Ja, gut. Das kriegt man aber tatsächlich auf dem Land beigebracht. Niemals hinter ein Pferd stellen. Das Einzige, wo man bei ihm tatsächlich ein bisschen doller aufpassen muss, ist halt seine Range. Weil er natürlich dank dieser Lanze, die er da spazieren trägt, schon eine ziemliche Reichweite hat, aber speziell mit diesem hier ranziehen. Na? Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich jetzt hier den General Tencent deutlich schwerer. Und ich meine, da muss man dazu sagen, bei dem habe ich ja... Oh, Scheibenhonig. Da habe ich ja ganz billig. Aha. Ja, gut, aber ich darf nochmal aufstehen. Ja, und jetzt habe ich ihn. Oder auch nicht. Ja, jetzt habe ich ihn. Bei dem General Tencent, den habe ich ja billig einen Finisher gedrückt. So, zap, zarab, Giyobu. Das war ja billig. Ist aber auch interessant, dass ein Pferd sich mit ihm auflöst, ne? Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer den Geist des Wolfs. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden. Ah. Ja, das kann ich machen. Mechanischer Lauf. Mit dem Wildhauer Prothesenmodul Verbesserungen fertigen kann. Prothesenmodule, ja genau. Und da brauche ich dann wahrscheinlich, ich habe ja zwischenzeitlich, wenn ihr euch erinnert, dieses Metallschrott und so gefunden. Das werde ich dafür dann brauchen. Ja, tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass der so leicht ging, ne? Aber andererseits, wenn er nichts drauf hat außer Zahnbelag, ist ja wohl nicht mein Problem. Und wie gesagt, also, wobei das schon so auch dieser Tonus ist, den ich da zu Sekiro gerne mal höre, dass die Zwischenbosse schon knackiger sind eigentlich als die Bosse. Ich meine, der war jetzt auch nicht geschenkt, aber das war jetzt der zweite Anlauf. Und ich meine, bei dem beim General Tencent, dem chinesischen Free-to-Play-Mann, bei dem habe ich ja deutlich mehr gebraucht. Oh, da liegt der Doda. Ist nicht gut. So, jetzt mal alles beobachten. Da hinten leuchtet es. Ja, genau. Und hier ist wahrscheinlich... irgendjemand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hingehen sollte. Ich dachte, dass da der Durchgang ist, wenn ihr euch erinnert. Es gibt ja diese verschlossene Tür. Ich dachte eigentlich, dass ich da halt durchkomme, so Levelverknüpfung und so. Das ist hier ein Händler. Grüß Sie. Na gut, mit Schlachtfeld hat er natürlich ziemlich viel gerade. Etwas Kofen. Drachenblut ist nett. Das ist ja quasi hier, dass ich... das gebe ich quasi der Emma. Und... damit ist es, glaube ich, so, dass genau, also steht ja auch da, dass die Drachenfäule geheilt wird. Also, dass ich halt dieses, wie nennt man sich das? Diese göttliche Hilfe halt. Oh!
Ein Kürbissamen. Ich nehme 10. Ja, also dieses Drachending könnte ich mir kaufen. Ich will es aber erstmal tatsächlich diese Kürbisding natürlich haben. Wie viel kriege ich für einen solchen? Plus 100, okay. Wie viel kriege ich für einen, weil ich habe ja hier doch einen großen gehabt. Schweren Geldbeutel, mein Fehler. 500, okay. Jetzt muss ich quasi noch zwei kleine Geldbeutel aufbrauchen. Und dann heißt es, hallo Kürbissamen. Oh, jetzt habe ich 3 aufgebraucht. Naja. Etwas kaufen. Was ist Roberts Feuerwerk? Kann denn der als Prothesenmodul genutzt werden? Erzeugt ein ohrenbetäubendes Geräusch, das Tieren Angst macht. Hä? Hä? Aber das brauche ich doch gar nicht. Ich habe das doch schon. Das können sie behalten, ihren Schmarrn da. Ach, ich bin ja auch blöde, ey. Da links steht eine 0 dran, das heißt, gibt's nicht. Drachenblut kostet 180. Das kann man eigentlich schon mal machen, oder? Kann ich was verkaufen, was mich nicht interessiert? Einen leichten Geldbeutel für einen 100er. Eigentlich nicht. Ja, dann lasse ich kurz den Geldbeutel. Den kann ich ihm auch jetzt schnell verkaufen. Das ist jetzt wurscht, wie ich es mache. So. Und dann nehme ich das Drachenblut mit. Und dann müssen wir jetzt definitiv zurück zum Bildhauer und zur Emma. Denn dann habe ich 4 Aufladungen in der Flasche. Ich bin mir noch nicht sicher. Sollte ich hier... Er steckt die Klinge weg. Das heißt ja... Ja, komm. Da wird es nichts sein. Der schaut ja auch ein bisschen aus wie ich. Oh, oh. Ich will jetzt nicht gegen den kämpfen. Ich glaube, der meint nicht die Tiere. Also prinzipiell fragt der Typ mich jetzt, ob ich Ratten mit ihm jagen will. Ich bin mir nur sehr sicher, dass er keine Ratten meint, sondern diese Unschuldigen. Aber er hilft mir im Gegenzug, mein Talent fürs Töten zu verbessern. Und ganz ehrlich, ich bin auch nur Opportunist. Klar. Ja, sonst ein paar Rattenmeucheln. Eine Rattenbeschreibung. Kleintragen, Bambushütte, viele Rattenlungen herum, zuletzt nahe der Maschine Burgtor. Okay, Attentäter aus dem Senpo-Tempel. Na klar. Also ich muss sagen, das ist jetzt besser ausgegangen, als ich dachte. Ey, für den ein paar Rattenmurksen. Ich bin übrigens sehr froh, dass wir, beziehungsweise was heißt wir, dass ihr entschieden habt, dass wir auf Japanisch spielen. Ich verstehe zwar kein Wort, außer vielleicht ein Nondoto. Aber es trägt schon zur Atmosphäre bei. Also auf jeden Fall. Okay, hier ist nichts mehr. Dann... Ach,
Da kann ich nach oben. Also doch, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt speziell hier dieser Tengu. Hier geht es ja gar nicht weiter. Oh, der klang jetzt schon sehr geil auf jeden Fall. Oh Mann, ja, aber gegen die Oma werde ich jetzt ja wohl kaum kämpfen müssen, oder? Ich mache jetzt hier erstmal auf, weil das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben just diese Abkürzung, die ich meinte. Ah, genau. Sehr gut. Dann rede ich kurz mit dir.鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりゃしないよ。戦は続き。屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい？そういう怨嗟が Also irgendwie war das nicht hilfreich, was die Oma von sich gegeben hat. Hat mich im Endeffekt nur ein bisschen beleidigt, dass ich ihr leid tue. Okay, toll. Wenigstens weiß er, dass er eine alte Hexe ist. Das ist ja eine Art, hey. Schimpft über den Gyobu, ne? Ich mach den weg und dann darf ich mich trotzdem blöd anreden lassen. So. Angriffskraft verbessern. Jawollo. Wir rasten und dann verbessern wir mal die Angriffskraft des Wolfes. Wobei, Erinnerungsstellen. Heißt das, ich muss gegen eine Erinnerung kämpfen? Jetzt mache ich nämlich lieber Folgendes. Ich mache erstmal... Na, wer hat's erraten? Richtig, meinen zweiten Punkt da oben voll. Einfach, das ist, weil wenn ich sterbe, geht die Hälfte der Erfahrungspunkte verloren. Zapp. Und da habe ich tatsächlich keine Lust drauf. So, dann machen wir den Dicken da. Und ich glaube jetzt, ja, wahrscheinlich bleibt es wieder so, läuft es darauf hinaus, dass ich genau bei einem Ding. Nee, okay. Also, wenn ich jetzt hier alle weg habe, dann habe ich einen zusätzlichen Fähigkeitenpunkt. Genau genommen nach ihm. Sehr gut. Ja, komm, und die anderen. Die haben es verdient. Ah, dieser Nachtspalpenhieb, der ist gar nicht schlecht. Auch wenn der jetzt natürlich irgendwie ein bisschen overused war. Weil ich stand ja eh schon in dem Typ drin. Hoppa. Frische. Yeah. Gut. Und nein, ich mache jetzt den dritten nicht voll, auch wenn ich schon wieder da sehe, dass da voll ist. So, stellen wir uns eine Erinnerung, erhöhen wir unsere Angriffskraft. Zapp. Erinnerung stellen. Ja. Eine starke Erinnerung gegen einen starken. Oh. Okay, der Gyobo war mal ein Bandit. Finde ich aber cool, dass man auf die Art und Weise was über die Bosse lernt. Also eben dieser Gyobo, der jetzt wirklich so ein treuer Anhänger von Ishin und Ashina war, der war eigentlich mal ein Schurke. Und ich habe jetzt schon Angriffskraft 2. Ja, moin. Okay. Ja, wir reisen. Zum Marunentempel. Die wollen mir garantiert eh ziemlich viele zu erzählen, so, weil, oh, du hast Gyobo getötet, du bist ja ein heftiger Wolf. Okami-dono, yoku mairaremashita. Hier, nimm meinen Kürbissamen. Merci. Und dann schauen wir doch mal, was der hier erzählt. Omae-san,
面白いものを手に入れたな。それは、からくり筒、忍び義手の芯となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？芯となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、 Von dem Wort bitte hat er auch noch nie gehört, ne? Aber ich kann jetzt verbessern. Meine Prothese. Ja, genau. Also Prothese verbessern. Mir fehlen Zen. Feuerwerk oder Stern. Na, mir fehlt Eisenschrott für den Stern. Feuerwerk hätte ich theoretisch alles. Also verbessertes Feuerwerk mit Sprungfeder verbraucht Geisterembleme, erzeugt einen lauten Knall, der feine zurück und der Haltung von Tieren. Ach, der fügt der Haltung von Tieren Schaden zurück. Oder zu. Wenn man den Federmechanismus auflädt, wird das Schießpulver aktiver verteilt und die Reichweite wird erhöht. Das ist viel wert. Ja gut, ich meine, die Zen, die habe ich ja quasi im Geldbeutel, ne? Den können wir ja schnell poppen. So, wo ist er? Zap, zap. Ja, ist gut. Jetzt brauchst du hier nicht so künstlich rumhusten. So, dann haben wir einen schön aufgemotzten Feuerwerkskörper. Schauen wir doch mal, wie das... Ach, das darf ich jetzt hier natürlich nicht einsetzen. Na, hier zieht das Schwert. Hallo? Bin ich jetzt doof? Ich hab den doch gerade ver... Okay, Moment. Ich hatte den doch gerade verbessert. Oder war das ein anderes Modul? Nee, oder? Federgeladenes Feuerwerk. RT halten. Hä? Kapier ich nicht. Jetzt schauen wir noch mal kurz. Feuerwerk. Doch, das ist ja auch dasselbe Icon. Vielleicht geht es hier nicht? Ich muss mal reisen oder so ein Schmarrn. Da fällt mir eh ein, ich wollte mal eine Sache noch kurz gucken. Weil da hieß es ja mal was von diesen komischen... Von diesen Kopflosen. Da wollte ich mal hinschauen, was das für welche sind. Weil jetzt stehe ich gerade so da, dass ich eigentlich nicht viel zu verlieren habe. Okay. Genau, vier Leitungen. Das ist gut. Nichtsdestotrotz wurmt mich das jetzt schon ziemlich, muss ich gestehen. Du bist jetzt tot. Den jetzt einfach mal aus Prinzip. So, jetzt gucken wir nochmal. Das federgeladene Feuer... Mann ey, da muss man aber auch mal drauf kommen, ne? Das federgeladene Feuerwerk ist was anderes. Ist auch cool, entfessle einen Blitz aus Schießpulver vor dir oder entfessle einen Schießpulverblitz. Mann, 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 da muss man jetzt auch erstmal drauf kommen, dass das ein eigenes Ding ist. Genau, das ist ja der, den ich gerade schon hatte. Nett! Und das ist der aufgeladene. Die vier Geisterembleme war es wert, einfach mal zu probieren, was los ist. Genau, ich schaue mir jetzt einfach mal aus Jux an, was dieser Kopflose ist, wenn er denn hier irgendwo ist. Bin mir nicht sicher, ob das so smart ist.
Vor allem. Soll ich da jetzt echt runterjumpen, oder? War anscheinend der richtige Weg. Ja, vor allem dieser Kopflose, also, na, schauen wir mal. Vielleicht ist ja auch so ein Fast-Kopfloser, der Fast-Kopflose Nick. Oh, da werde ich jetzt hier runter müssen. Hier ist sonst nichts zu holen. Gut. Also wenn, dann ist dieser Kopflose hier. Das wurde übrigens in einem Ladebildschirm erklärt. Der Wolf hat den Drachenblick, das Drachenauge. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Aber es gibt auf jeden Fall so einen Pseudogrund, warum er im Dunkeln gucken kann. Ja, das schaut mir nach diesem Fastkopflosen aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich mit dem anlegen sollte. Versuchen kann man es ja mal, komm. Das machen wir heute mal als so ein Feldversuch. Ich bin mir sehr sicher, dass ich dieses komische Konfekt für brauche. Andererseits will ich das halt nicht verbraten für nix und wieder nix. Ah, und hier kann ich mich dann zurückschlängeln. Okay. Nee, komm, jetzt versuchen wir es einmal. Wie war die Beschreibung von diesem Konfekt gleich noch? Gegner vom Typ Erscheinung anzugreifen. Ich glaube, das ist das. Komm. Das schaut doch mal aus hier. Ja, moin. Oida. Hallo? Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich stehe hier echt ganz massiv unter Grau. Na komm, stehen wir halt mal auf, aber eieiei. Alter! Was war das denn? Hat der mir gerade durch den Hintereingang. Okay. Ja. Gut, so viel dazu. Nee. Das mit den Kopflosen, das lassen wir mal. Ist schade, dass ich jetzt hier genau dieses Konfetti dafür verbraten habe. Aber was willst du machen? Aber das bringt ja gar nichts. Also das kann ich ja komplett vergessen. Also gegen den sehe ich ja überhaupt kein Land. Nee, den machen wir mal anders. Vielleicht auch, wenn ich kapiert habe, was das Grauen ist. Da gibt es später garantiert noch Infos zu. Oder ich schreibe es mir in die Kommentare. Auch gern gesehen. In dem Sinne sage ich, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, wenn das Let's Play noch weitergehen soll, dann schaut auf Gamers Global vorbei. Da gibt es ein Crowdfunding mit jedem Eurochen, das ihr in die Kasse schmeißt. Sichert ihr dazu bei, also irgendwie das Sprachzentrum, tragt ihr dazu bei, dass mehr Folgen kommen. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao!